Das Orgelporträt, die Droitt-Orgel in Erbstadt. Erbstadt ist ein Stadtteil von Nidderau im osthessischen Main-Kinzig-Kreis. Der Ort liegt am Rande der Wetterau, in dessen naturräumlicher Teileinheit Heldenbergener Wetterau. Bei klarem Wetter kann man schon die Hochhäuser des rund 30 Kilometer südöstlich liegenden Frankfurt erkennen. 1237 wurde der Ort, in dem heute rund 1400 Einwohner leben, erstmals nachweislich genannt. Erbstadt gehörte zum Amt Windecken innerhalb der Herrschaft und späteren Grafschaft Hanau. Im Dreißigjährigen Krieg verpfändeten die Hanauer Grafen Erbstadt und die benachbarte Kellerei Naumburg an die Landgrafschaft Hessen-Kassel. Nach 1803 kam der Ort dann zum Kurfürstentum Hessen und ging Anfang 1972 in der neu gegründeten Stadt Nidderau auf, die aus den Orten Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Eichen und Ostheim besteht. Die Kirche in Erbstadt ist eine barocke Saalkirche, die 1744 ihre heutige Form erhielt. Das in reformierter Tradition schlicht gehaltene Innere wird optisch beherrscht durch die Orgel auf der Ostempore. 1775 wurde sie von Johann Friedrich Droitt aus Griedel, heute ein Ortsteil der Stadt Butzbach im Wetteraukreis, geschaffen. Die zu Beginn erklungene Fuge stammte von Johann Martin Spies, der 1691 im nahen Hanau geboren wurde. Er gehörte der dortigen französisch-reformierten Gemeinde an und war nach seinem Studium als Kantor in Kreuznach, Bergzabern und Heidelberg tätig, bevor er 1746 Münsterorganist in Bern wurde, wo er 1772 verstarb. 1745 erschien sein Musikalischer Kirchenschatz im Druck, eine umfangreiche Sammlung von insgesamt 106 Piecen, aus der wir im Folgenden noch drei weitere Stücke hören. Thank you.
Der Ort Griedel bei Butzbach war spätestens seit etwa 1670 der Sitz einer Orgelbauwerkstatt. Stammvater war ein gewisser Johann Heinrich Grieb, über den wir aber nichts wissen. Ab 1673 arbeiteten der 1638 geborene Konrad Grieb und dessen 7 Jahre jüngerer Bruder Gottfried hauptsächlich in der damaligen Grafschaft Braunfels und in den Nachbargebieten Oberhessens. Eine um 1700 erbaute Orgel, die heute in der Kirche zu Oberbiel bei Solms im Lahn-Dill-Kreis steht, ist aus dem Schaffen der Grieb-Brüder bis heute gut erhalten. Gottfried Griebs 1679 geborene Tochter Anna Maria heiratete 1698 Johann Andreas Dreuth, deren 1703 geborener Sohn Georg Philipp Dreuth später die Orgelmacherwerkstatt seines Oheims übernahm. Er, der sich selbst meist Johann Philipp Dreuth nannte, gilt heute als der bedeutendste Meister der Familie. Von seinen charakteristischen 5-teiligen Prospekten auf Basis des Prinzipal Vierfuß sind noch einige erhalten, etwa in Dornholzhausen bei Langönz von 1736, in Villingen bei Hungen aus dem Jahr 1740 und in der Schlosskirche Altenburg bei Alsfeld, die 1750 fertiggestellt wurde. Sein 1728 geborener Sohn Johann Friedrich Dreuth erlernte sein Handwerk allem Anschein nach in der väterlichen Werkstatt und wird, wie es damals üblich war, von frühester Jugend an den Vater unterstützt haben. Spätestens nach dessen Tod 1761 übernahm er die Werkstatt und führte sie bis kurz nach 1800 weiter. Johann Friedrich Dreuth blieb der relativ konservativen Bauweise der Familie zeitlebens treu. Er verzichtete auch in seinen späten Werken auf das große Cis und das Pedal besitzt 1,5 Oktaven. Typisch für Dreuths Klanggestaltung ist stets ein Gedakt aus reinem Blei sowie eine Superoktave Einfuß. Letztere fehlt in Erbstadt, da sich der zur Begutachtung des Angebots herangezogene Kasseler Hoforganist Johannes Becker ausdrücklich dagegen ausgesprochen hatte. Nach dem 1775 vollendeten Orgelbau in Erbstadt erbaute Dreuth noch Orgeln für Wolfenhausen bei Weilmünster im Landkreis Limburg-Weilburg, die 1780 vollendet wurde, in Burggräfenrode bei Karben in der Wetterau 1784 und als sein letztes Werk die Orgel in Oberwetz, einem Ortsteil der Gemeinde Schöffengrund im Lahn-Dill-Kreis. Mit Ausnahme der Orgel in Wolfenhausen, wo noch ein Teil des Pfeifenwerks erhalten ist, künden ebenfalls nur noch die Prospekte von Dreuths Instrumenten. Die Orgel in Erbstadt blieb in ihrer klingenden Substanz relativ gut erhalten. Doch leider wurden noch 1965 durch den Orgelbauer Heinrich Wilhelm Vogt aus Frankfurt-Höchst unter Liederbach 4 von 10 Register gegen neobarocke Moderegister ausgetauscht. Diese Arbeiten waren die letzten an der Orgel, die im Folgenden in einigen Versetten zum Magnificat Quintitoni von Johann Caspar Kerl erklingt. Thank you.
Friedrich Dreutz Orgel in Erbstadt besitzt 10 Register. Im Manual mit einem Umfang bis zum dreigestrichenen C ohne das große Cis stehen ein Bleigedakt und eine Rohrflöte 8 Fuß, Prinzipal und Gedakt 4 Fuß, Nasat 2/2 Fuß, Oktave 2 Fuß, eine Gemsquinte 1/1 Fuß sowie eine dreifache Mixtur. Das Pedal mit 17 Tasten bis zum kleinen F besitzt Subbass 16 Fuß und Oktavbass 8 Fuß, dazu kommt eine Pedalkoppel. Es wäre sehr zu wünschen, wenn die optisch sehr schöne und wertvolle Orgel in absehbarer Zeit restauriert und dabei die unpassenden Veränderungen der 1960er Jahre rückgängig gemacht würden. Die interessante und abwechslungsreiche Orgellandschaft in der Wetterau, dieser geschichtsträchtigen und fruchtbaren Landschaft zwischen Vogelsberg, Taunus und Frankfurt, würde damit ein wichtiges und sehr selten gewordenes Instrument in voller Schönheit zurückgeschenkt bekommen. Abschließend erklingt noch eine Fuga des 1684 geborenen und 1742 verstorbenen Bohuslav Matej Černohorský, der als Organist in Prag und Padua wirkte und den man später bewundernd sogar als den böhmischen Bach bezeichnete.